Am 31. Mai 1945 kehrt der damals 23-jährige Heinz Kahn aus dem Konzentrationslager Buchenwald nach Trier zurück. Heinz Kahn war mit seiner Familie am 1. März 1943 nach Auschwitz deportiert worden. Von dort wurde er in den letzten Kriegstagen im Januar 1945 nach Buchenwald weitertransportiert. Am 11. April 1945 erlebte er die Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald. Er kehrte nach Trier zurück, in die Stadt, in die er 1939 von Hermeskeil übergesiedelt war. In der folgenden Zeit gründete Heinz Kahn zusammen mit anderen jüdischen Heimkehrern die jüdische Gemeinde in Trier wieder. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Als ehemaliger Trierer Bürger, der von hier deportiert wurde und als einer der wenigen, die zurückgekehrt sind, danach noch kurze Zeit in Trier gelebt und gearbeitet hat, bin ich der Anführer der Arbeitsgemeinschaft Frieden für eine kurze Ansprache mehr oder weniger gerne nachbekommen. Ich rede nicht gerne und nicht viel, aber gelegentlich muss es doch sein. Ich freue mich, dass auch in Trier Stolpersteine verlegt werden, denn auch in Koblenz und in anderen Städten sind zahlreiche Steine platziert worden und weitere werden folgen. Die Nationalsozialisten, das heißt die damalige Regierung, hat nach entsprechender Hetze und Propaganda, nach Erniedrigung und Demütigung der Juden nicht davor zurückgeschreckt, deren Synagogen und Wohnungen unter Aufsicht von Polizei zu zerstören und zu verbrennen. 100 Juden wurden im Verlauf der als Kristallnacht in die Geschichte eingegangenen Pogrom ermordet und Tausende in Konzentrationslager eingeliefert. Einige Personen konnten diese damals nach vollständiger Ausplünderung Leben verlassen. Bei später als Deportationen zum Arbeitseinsatz bezeichneten Verschleppungen, die die Juden selbstverständlich noch bezahlen mussten, wird diese meist nur kurz nach ihrem Abtransport ermordet worden. Um diese Schande und Verbrechen zu vereiteln, wurden, nachdem man den Toten die verbliebenen Goldzähne ausgebrochen hatte, die Leichen verbrannt und die Asche verstreut. Keine Erinnerung an die Ermordeten sollte zurückbleiben. Lange hat es gedauert, bis an die Ermordeten gedacht wurde, die aus zum großen Teil für ihre Heimat, für Deutschland hervorragendes geleistet und erbracht haben. Dafür sind heute die Stolpersteine anstelle von Grabsteinen ein sichtbares Zeichen, die vor vielen Häusern liegen müssten, zur Erinnerung an Verfolgte und an Mahnung dafür, dass ein solches Verbrechen nicht wieder ereignen darf.